Moin, moin, ihr Lieben. Heute bekommt ihr eine kurze Hörbuchrezension von mir. Und zwar Teil 3 einer Reihe, wo ich euch Teil 1 und 2 bereits in einer Rezension vorgestellt habe. Und zwar handelt es sich hierbei um Kuschelflosse. Und zwar Teil 3 heißt der knifflige Schlürfo-Fanden-Fall. Ja, ich zeige euch kurz nochmal Teil 1 und 2. Teil 1 habe ich hier auch als Hörbuch, das unheimliche geheime Zauberriff. Und Teil 2 habe ich hier als Bilderbuch, Kuschelflosse, die blubberbunte Weltmeisterschaft. Alle drei, also jetzt auch den neuen Teil, habe ich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. In diesem Fall von CBJ Audio und ich sage vielen lieben Dank dafür. Es hat mir wieder tolle Stunden bereitet, beziehungsweise, wenn man es genau nimmt, 1 Stunde und 43 Minuten lang ist das Ganze. Es hat 2 CDs. Und es ist eine Lesung, allerdings, wie es hier drauf steht, eine inszenierte Lesung, das heißt mit Geräuschen, mit Musik untermalt, was mir wirklich besonders gut gefallen hat. Und das Ganze wird empfohlen ab 4 Jahren, aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, das auch als Erwachsener zu hören. Ich habe das immer zum Einschlafen gehört. Ich mache das ja total gerne, Hörspiele oder Hörbücher, am liebsten Hörspiele, abends zum Einschlafen zu benutzen, das entspannt mich total und besonders hierbei ist mir das super gelungen, was natürlich auch zur Folge hatte, dass ich immer schnell eingenickt bin und gar nicht so viel mitbekommen habe, aber dafür hatte ich jedenfalls ein bisschen mehr davon und es ging nicht so schnell vorbei. Ja, was auch noch sehr wichtig ist, dass das Ganze von Ralf Schmitz gelesen wird und der macht das super toll. Aber jetzt soll es erstmal um den Inhalt gehen. Es geht wieder um Kuschelflosse, das ist unser Hauptfisch. Ja, Kuschelflosse möchte am liebsten mit allem kuscheln und ist selber ganz, ganz kuschelig. Dann haben wir die Schwimmerdbeere Emmy, die immer ganz, ganz aufgeregt ist, immer ganz, ganz freudig erregt und immer ganz viele Wasserpurzelbäume schlagen muss. Dann haben wir den ganz klugen und belesenen Seebrillchen Sebi, so hieß er doch, ne? Ja, Sebi. Und den fluchenden und motzigen Herr Kofferfisch, der mein persönlicher Favorit ist, ist natürlich auch wieder dabei, der sich aufklappen kann und immer ganz, ganz viele tolle Teile in seinem Bauch, in seinem Koffer drin hat, was natürlich bei den Abenteuern immer ganz, ganz viel hilft. Und diesmal müssen die vier natürlich wieder ein neues Abenteuer bestehen, denn eines Morgens taucht vor Kuschelflosses Haus, Unterwasserhaus, ein Geschenk auf. Und dieses Geschenk macht sehr komische Geräusche. Und auf einmal verschwinden in dieses Geschenk auch ganz große Sachen, wie zum Beispiel sein Briefkasten wird einfach eingesogen. Er packt dieses Geschenk aus und dort drin findet er ein seltsames Wesen. Nachher stellt sich heraus, dass es der Schlürfofant ist. Denn Sebi wird zur Hilfe gerufen und Sebi ist natürlich sehr belesen und guckt in seinem Lexikon nach. Und dort steht, dass es ein Schlürfofant ist, die immer alles aufsaugen müssen. Es ist aber noch ein sehr kleiner Schlürfofant und eigentlich ist das ein sehr liebes Tier, aber er kann sein Einschlürfen, sage ich jetzt mal, einfach nicht kontrollieren. Und deswegen ist das für die Freunde natürlich auch ein bisschen gefährlich. Und jetzt versuchen sie ihn wieder zurück in seine Heimat zu bringen, was aber ein sehr gefährliches Unterfangen ist, weil es erstmal sehr, sehr weit weg ist. Und dort, wo der Schlürfofant lebt, leben natürlich auch ganz viele andere Schlürfofanten. Und die haben natürlich eine noch größere Macht, eine noch größere Saugkraft, sage ich mal. Und da ist es für die vier Freunde auf jeden Fall sehr gefährlich. Und es stellt sich natürlich die Frage, wer hat Kuschelflosse denn überhaupt dieses Geschenk vor die Tür gelegt und warum? Ja, und der Schlürfofant kann halt nicht sprechen, der spricht schlürfofantisch und deswegen können die sich nicht mit ihm austauschen, nur mit Mimik und Gestik. Und sie beginnen aber, ihn ins Herz zu schließen. Ich fand, wie gesagt, dass es Ralf Schmitz wieder grandios gemacht hat, die verschiedenen Stimmen darzustellen. Es war wirklich, als wenn es verschiedene Stimmen wären. Es war wie ein Hörspiel. Ich bin ja sowieso eher der Hörspiel-Fan als ein Hörbuch-Fan, weil ich das einfach schöner finde mit den Geräuschen und mit der Musik. Also so Unterwasserweltmusik und dieses Blubbern. Und das hat wirklich ein tolles Gefühl gemacht und es macht das Ganze auch irgendwie sehr verträumend und entspannt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kinder das mögen werden oder halt zum Einschlafen gerne hören.
Es ist außerdem aber nicht nur verträumt und fantastisch, sondern auch sehr, sehr lustig, was natürlich einmal Ralf Schmitz macht, der das einfach sehr, sehr lustig und toll liest, aber auch die Figur des Herr Kofferfisch, der ist einfach unglaublich cool. Der ist ja immer nur am Motzen und ist sarkastisch und ist am Fluchen, Donnerkoffer Blitz und ja, ist am Rumpupsen und das natürlich für Kinder herrlich ist. Aber auch ich kann da sehr, sehr laut drüber lachen oder vor mich hinschmunzeln. Ja, es macht einfach gute Laune und entspannt total. Ich kann gar nicht sagen, was ich mehr empfehlen würde, die Hörspiele bzw. die Hörbücher oder die Bücher selbst, weil ich habe ja den zweiten Teil hier auch als Bilderbuch da und die, ja, die Zeichnungen sind halt auch so schön, wie man schon an den Covern erkennen kann. Aber ich glaube, ich möchte ja, Ralf Schmitz nicht missen, wie er Herr Kofferfisch spricht, ist einfach toll. Ja, also für jeden, der Kind geblieben ist und selber noch gerne Hörspiele hört, ein bisschen schmunzeln kann darüber, die Unterwasserwelt liebt, oder halt für Kinder, die ab 4 Jahren das gerne hören möchten, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Und sollte es einen weiteren Teil geben, werde ich mir den auf jeden Fall auch zulegen. Ja, das war's von meiner kurzen Hörbuchrezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es mal kein Buch war. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen, lesereichen, sonnigen Sonntag oder viel Spaß dabei, was ihr auch immer anstellen magt im Moment. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!